find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. A sign of what matters to you. Ja, also Luft gekühlt. Für uns ist das, kam das so, meine Ex-Frau, sag ich mal, die hatte einen Käfer gehabt und da bin ich da, sag mal, ein bisschen reingerutscht in die Sache und das hat mich so fasziniert, gerade die Jungs auf dem Sockhaus, der André damals hat mich da dazu gebracht, er hat mich immer, die Bilder waren halt krass, da diesen Capone-Käfer gehabt, das ist, ey, so eine Bude brauchen wir auch und da bin ich da so reingerutscht, tatsächlich wirklich über André, kann man so sagen und ja, dann haben wir in Pössig unser Rasten Ruhe gemacht, wurde immer mehr, diese krassen Kisten, die Luftkühlen haben uns fasziniert. Irgendwann hat André dann gesagt, ihr müsst mal mit nach Spa kommen. Dann waren wir da bei der Backshow, das war der absolute Hammer. Also wirklich, das ist halt krass, die Szene, da halten alle zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile ja, 15 Jahre da schon dabei und aktiv in der Szene und haben uns da auch schon einen schönen kleinen Fuhrpark hier aufgebaut. Und ja, man lernt einfach Leute kennen, Freunde. Verbringt die Wochenenden zusammen und wir leben das halt auch. Gell? Wir fahren, für uns ist nicht immer die Autos so der Vordergrund, sondern die Menschen dahinter. Wir besuchen, haben deutschlandweit oder also international, in England Freunde, in Österreich Freunde, also überall, eigentlich in Europa kannst du sagen, kennen wir irgendwelche Leute, haben da Beziehungen, haben da Spaß dran. Und das macht eigentlich aus. Und das Wichtigste auch für uns, mit den Autos fahren. Wir auf dem Trailer fahren kann jeder. Wir haben zwar unseren Seeplauen gebaut, und auch im Video erzählt, den stellen wir auch manchmal vielleicht mal vor. Das ist geil, so ein Showcar, das macht Spaß, aber damit die Fahrzeuge bewegen, das merken, wie das ruppelt, scheppert und macht und so flach über die Erde fahren, das ist einfach geil. Und wir fahren ja bis England, mit dem Roten waren wir in England 1400 Kilometer auf Achse dahin zur Volksworld Show und wieder zurück und das ist einfach, das macht das aus. A long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. Faszination luftgekühlt, warum? Ja, einerseits war es vorgegeben, in Anführungsstrichen, durch den Robin. Als wir zusammengekommen sind, waren ja schon der Großteil der Fahrzeuge da und ich bin dazugekommen und habe mich verliebt. Erst im Mann, dann in die Fahrzeuge. Also es war ein Atemzug. Das hat mich direkt abgeholt. Warum? Weil bei mir ist das große Ganze drumherum erstmal gewachsen. Die ganze Szene dazu, wie man das so sagt. Wir sind umgeben von absoluten Herzmenschen. Stellenweise spielt gerade auf den Treffen die Fahrzeuge eine Nebenrolle. Und es geht um das Ganze. Was halt wirklich so die Freunde, die Zeit miteinander. Und dann sind natürlich die Autos einfach auch die Historie dazu. Erstmal der Unterschied. Ein Käfer. Ja, was denn für ein Käfer? So ein Käfer. Und dann hast du halt, wir hatten es halt schon mal angesprochen, Brezelkäfer, KDF-Wagen, Mexiko-Käfer. Ist ja doch ein Unterschied. Und dann fängst du an, also weil mich halt interessiert, gehst in die Historie von VW, von Luftgekühlt. Fängst an, dich in die Technik zu verlieben, in die Fahrzeuge. Ich bin dann wirklich mehr bei den Bussen gelandet, bei den Nutzfahrzeugen, die mein Herz erobert haben, weil das Krafttiere sind. Kam dann der Fred dann schlussendlich dazu, die Pritsche, das Original, einzige originalhohe Fahrzeug bei uns, was aktuell vielleicht auch so bleibt. Wir wissen es noch nicht, er ist noch nicht höhenoptimiert. Ja, die Technik, es ist eine absolut einfache, nicht falsch verstehen, einfache Technik. Wenn was kaputt ist, wenn wir als Truppe unterwegs sind, irgendjemand hat immer ein Ersatzteil. Wir haben eigentlich jetzt jedes Auto wieder zum Laufen bekommen unterwegs. Die Möglichkeiten der Veränderung. Du kannst die Szene, wie ich es schon hatte, du hast die Originalfetischisten, die
Urfahrzeuge, die Patina-Fraktion, die Hochglanzrestauration, du hast die Schnellfahrer, was man aus so einem kleinen Käfer alles für Tempo rausprügeln kann, Motoren umbauten. Und diese ganze Gruppe trifft sich eben unter dieser luftgekühlten Mütze. Und das ist diese Vielschichtigkeit. Ja, luftgekühltes Fahrzeug. Was macht's aus? Für mich macht's eigentlich das aus. Ja, die simple, einfache Technik, die man kann sagen, immer funktioniert. Ne? Ist, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, bin mittlerweile 45. Und für mich, gerade jetzt so wie er eben dasteht, heißt das entspannen, cruisen mit der Familie. Schöne Zeit erleben, wie gesagt, mal ein Picknick machen, gemeinsam mit Freunden oder sowas Bleibendes wie unser das ist ja unser Hochzeitsauto, das heißt, wir haben auch damit die Ausfahrt gemacht zur Hochzeit. Ja, das sind, man kann das schwer jemandem sicherlich vermitteln, der mit luftgekühlten Fahrzeugen nichts zu tun hat, auch die Gemeinschaft untereinander. Ne? Ja, das zeichnet es eben aus. Also, wie gesagt, ich kann es schwer beschreiben, es ist einfach toll. I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Das ist ein roter, granataroter VW Typ 3. Als Kombi-Variante, liebevoll dem Passat sein Urgroßvater. Hat als Besonderheit zu den anderen, ist das ein Kurzschnauzer, früheres Baujahr als ein Groschi, der Langschnauzer, den wir mit hatten, Baujahr 67. Hat als Besonderheit, ja, statisch, dass das Fahrzeug fährt, Replika Fuchsfelgen, sage ich ehrlich dazu, aber trotzdem sehr schöne Felge. Hat als weitere Besonderheit und sehr schönen Originalzustand vom Lack und von der Innenausstattung und ist eigentlich mit in unsere Beziehung gekommen. Den hat Robin mitgebracht, hat er fahrbereit damals abgekauft und ja, ist eigentlich unser treuestes Fahrzeug in dem Sinne, dass er halt als jüngster Wagen, den wir in unserer Reihe für uns haben, immer herhält. Besonders habe ich mich in das Auto verliebt. Richtig, richtig krass. Oder was ich mit dem Auto für immer verbinden werde, war die Fahrt auf Achse nach London. Das war scheiße wild. Das war richtig wild. Da sind wir nach London auf die Volkswelt gefahren. Im März, hier gestartet bei Schneefall. Beste Bedingung. Bei dem Fahrzeug mit der Höhe, es war souverän und wir haben es tatsächlich geschafft, da oben anzukommen. Das war total verrückt. Eben mal fix durchgeprügelt, die Fahrt. Und total versalzen, verschneet, speckendreckig sind wir dann an dem Abend, bevor die Volkswelt gestartet ist, dann freundlich mal einfach reinspaziert und gesagt, hello, we are from Germany, could we go in? Haben sie kurz das Auto angeguckt. Ja, hier in Achse und dann durften wir da rein. Und das war halt echt so cool, also total, wir fragen einfach mal. Und ja, technische Highlights würde ich einfach mich kurz fassen, weil da nicht so viel anders ist als beim Groschi. Nur, dass wir statisch fahren, nichts mit. Ja. Back again.
59er Kastenbus. Den haben wir tatsächlich gar nicht so viel selber gebaut. Den haben wir gekauft beim Anton Stumpf von Kult Classics. Der ist sehr bekannt dafür, ordentliche, fahrbare Busse zu bauen. Wir haben jetzt über 20.000 Kilometer schon gefahren mit dem Bus, haben den auch schon über 10 Jahre. Und der ist einfach so einzigartig, man konnte gar nicht viel umbauen. Wir haben nochmal einen anderen Motor reingebaut, Technik überholt ein bisschen. Aber ich bin keiner, der sagt, ich habe es selber gebaut, weil das Auto an sich hat der Anton gebaut, hat er das gut gemacht. Ja, wir haben dafür schon andere coole Autos gebaut, aber man sollte es auch sagen, wenn es jemand anders gebaut hat. Wie gesagt, Zahnstangenlenkung drin. Mit dem Christian Klassen haben wir den Motor gemacht, ist ein 1641. Ist jetzt keine riesen Rennwagen, aber große Weber-Vergaser drauf. Läuft gut, man kann gut schön 110, 120 mitschwimmen auf der Autobahn. Es macht Spaß, wenn wir Kolonne fahren mit 7, 8, 9, 10 Bussen bis Spa, bis England, irgendwo hin oder zur Almighty Show. Immer auf Achse unterwegs, das macht es halt aus. Die Steinerräder da drauf, ein sehr seltenes Rad. Leider ist der Randy Render schon verstorben in Kalifornien, der das Rad gebaut hat. Das zeichnet sich aus, ist ein Alustern und ein Stahlbett, was miteinander verschweißt wird mit einem ganz speziellen Schweißverfahren. Es wird quasi in den Alustern werden Stahlstücken eingegossen und die werden dann mit dem Bett verschweißt. Das ist ein ganz spezielles Verfahren. Das hat der Randy auch sehr, sehr gut gemacht und das Rad gibt es leider nicht mehr. Und das macht den Bus auch so einzigartig. Es gab da auch noch ein paar so Umbauten, Nachfertigungen in Deutschland. Aber das ist das Originalrad, was auch sehr, sehr wertig ist mittlerweile. Es gibt keine Radsätze mehr zu kaufen. Es gibt in Deutschland eine Handvoll Autos, die dieses Rad haben. Und das macht es halt exklusiv. Wie gesagt, Zahnstangenlenkung fährt halt wie mit einem modernen Auto. Man kann auch mal entspannt eine WhatsApp schreiben auf der Autobahn. Sollte man zwar nicht machen, aber normal T1 fahren ist ja immer hier so eine Eierei. Und mit der Kiste kannst du wirklich schön einer hinschwimmen. Ja, was wir da selber gemacht haben, wie gesagt, Technik ein bisschen was. Und der Schriftzug natürlich auf der Seite hat unser Steven Kretschmer gemacht. Mega geil gemacht, also sieht halt wirklich vintage, authentisch aus, gell? Sieht aus, als ob der Schriftzug da schon 40 Jahre drauf ist. Und das finden wir auch geil. Das Dach ist noch komplett original erhalten bei dem Bus, der kommt ursprünglich, kam der aus Kalifornien. Und ja, macht einfach Spaß und wir haben da voll Bock drauf. Die Leuchte ist tatsächlich was, wo wir ganz oft drauf angesprochen werden. Wenn wir in Deutschland sind, hat das kaum jemand. Bist du auf einem internationalen Event, gibt es einige VW-Busse, diesen Zyklop-Scheinwerfer nennt sich das. Es gab tatsächlich in Amerika, gab es im Zubehör, diese Scheinwerfer auch zu kaufen als Suchscheinwerfer. Als Option auf das Dach, weil die ist genau angepasst ans Dach, die Lampe. Aber original ist die auf dem Cadillac drauf, aus den 40er Jahren. Auf dem Kotflügel sitzt die als Einzelscheinwerfer, rechts und links drauf. Und irgendwann war jemand bei den Amis so geil und hat die Lampe aufs Dach gebaut. Und das sieht einfach immer aus, als ob du mit der Straßenbahn gefahren kommst. Das ist irgendwie, ja, ist cool. Ja, wir haben auch ein Klappbett drin im Bus. Legst du um. Also das Krasseste, was wir gemacht haben mit dem Bus, das ist das Krasseste, wir sind mit der Family losgefahren, mit unseren beiden Kindern an die Ostsee. Ist jetzt nicht so weit, sind halt nur 550 Kilometer. Für manche wäre das eine Weltreise mit so einem Bus, für uns ist das eine Standardstrecke. Gell? Und haben dann tatsächlich mal anderthalb Wochen Camping gemacht mit zwei Kindern. Mit dem Bus, ach, das ist schon sportlich. Also da ist von Schickimicki ganz weit weg, das ist halt ganz rustikal, aber irgendwie kann man da auch mal runterfahren. Und das macht halt auch aus. Also das Coolste ist eigentlich auch für mich persönlich, dass man in die Szene halt die ganze Familie mit einbinden kann. Ich fahre mit der Marie überall hin. Die Kinder können wir mitnehmen, die nehmen uns immer mit, manchmal nerven sie auch ein bisschen. Aber wenn man halt auch eine Freundin hat, die da mitzieht, das ist halt wirklich selten. Viele in unserer Kumpels sagen immer, die Mädels mit oder ja, ich kann dieses Wochenende nicht mitfahren. Aber bei mir ist es so, wenn irgendwas bei eBay Kleinanzeigen ist oder irgendwo, die Marie sieht irgendwo das geile Teil oder eine geile Karre, die irgendwo zu erwerben ist, die schreibt mich gleich, die findet das selber, die ist selber so fasziniert. Und wir waren ja früher mal jeden Abend in der Garage und mittlerweile ist es so ein bisschen, dass wir manchmal zwingen, schon in die Garage zu gehen. Wir haben ja durch die Firma, durch unser Strahlwerk wirklich, sind wir sehr, sehr eingespannt, machen das ja gerne, haben da Bock drauf. Aber ich sag mal, geh jetzt in die Garage, bau die Karre, fertig, bei Saisonstart, das ist halt geil. Oder sie kommt selber mit. Und mit meinem Cousin, mit dem Kroschi, der ja den Savannenbeschen fährt, wir bauen halt wirklich viel gemeinsam und haben da viel, viel Spaß alle miteinander. Your defenses, there is a lot.
alibis, breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all alibis, breaking bones, telling lies, letting go. Also es handelt sich hier quasi um einen Typ 3, Langschnauzer, das heißt, es gab mal einen Modellwechsel. Vorher hieß er Kurzschnauzer oder Typ 3 Kurzschnauzer, ja, so war eben, wurde er eben gerne genannt. Der war eben noch ein bisschen filigraner und verspielter, die Stoßstangen waren alle schöner. Und der Langschnauzer, das war einfach quasi eine Vorgabe, größere Signalanlage. Das Fahrzeug musste an der Front länger werden, um mehr Knautschzone zu generieren. Hat dadurch, wie gesagt, auch ja, die Signalanlagen nicht mehr ganz so toll oder nicht mehr so schön wie beim Kurzschnauzer. Die Stoßstangen sind kantiger geworden, alles dem geschuldet, um mehr Sicherheit den Fahrzeuginsassen ihm zu geben. Ne? Das Fahrzeug war dadurch auch noch unbeliebter als der Typ 3 an sich schon. Also der hat nie die Popularität gekriegt wie ein Käfer. Obwohl es für eine Familie viel geeigneter war durch zwei Kofferräume. Die Länge an sich, das Fahrzeug lässt sich wunderbar auf der Straße bewegen. Ja, und das fasziniert mich eben. Ne? Und ich bin auch so ein Typ, der Ecken und Kanten hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, so Langschnauzer könnte ich mir vorstellen. Da brauchen wir ein bisschen eine breite Schulter. Weil, ja, wie gesagt, jedem gefällt es nicht. Aber ich habe mir hier ja, meinen Traum verwirklicht. The river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the gray unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. Also eigentlich bin ich ja ein totaler Bus-Fan. Wir fahren auch einen modernen Bus. Also wir hatten einen ersten T5-Bus, dann einen zweiten Generation T5. Jetzt fahren wir einen T6. Wir sind eben auch total campingbegeistert und deswegen wäre natürlich ein alter Bus das Nonplusultra gewesen. Ne? Aber das Budget hat es damals wie heute nicht zugelassen. Und deswegen ist es eben der Typ 3 geworden. Und ja, ich glaube, wir haben da auch ein Typ 3, den es auch nicht alle Tage gibt, das ist für mich, ich nenne es jetzt mal ein Zwittermodell, also das ist genau der Modellwechsel zwischen Kurzschnauzer und Langschnauzer. Er hat noch viele markante Merkmale vom Kurzschnauzer. Und ja, das denke ich macht es relativ besonders. Genauso wie die Tatsache, dass der Erstbesitz die Frau Ursula Kloster quasi ist, dachte ich jedenfalls bis dahin, habe immer gedacht, Mensch, eine Frau 1970 im Erstbesitz, so ein Fahrzeug, Respekt. Aber es hat sich ja dann eben herausgestellt, dass es nicht die Frau Ursula Kloster ist, sondern das Kloster Ursula in Freiburg im Breisgau. Und ja, und da stelle ich mir immer vor, wie die Nonnen da drin quasi ihre Tour gemacht haben in der Natur. Was sicherlich nicht stimmt, weil zu dem Zeitpunkt gab es da glaube ich schon keine Nonnen mehr. Das war wahrscheinlich ein Gemeindefahrzeug oder irgend sowas vom Gymnasium in Freiburg. Ne? Aber egal, man kann sich das ja so vorstellen und ich denke, dieser Spirit, der begleitet uns quasi auf jeder Fahrt und ja, wir haben viel Freude damit, auch wenn das Fahrzeug nur 1500 Kubik hat. Ganze 45 PS, also eine richtige Waffe. Ist ein Flachmotor quasi, ist eigentlich ein Boxermotor, aber ein Flachmotor, dass er quasi hier hinten unter den Kofferraum passt und ja, läuft einfach. Ja, die Farbe ist Savannenbeige,
knallt sicherlich nicht so, wie das bei manch anderen Fahrzeugen ist, zum Beispiel bei Robins Blauen. Da polarisiert schon noch mehr, aber ja, ist die Originalfarbe. Also passt alles, Fahrzeug ist nummerngleich, hat die originale Farbe, also, und das zeichnet es eben aus, ne, für mich. Es wurde auch bei der Restaurierung so viel wie möglich erhalten, was eben geht. Ne? Also es ist kein totrestauriertes Fahrzeug, es wurde eben quasi das gemacht, was gemacht werden musste. Aber Sitze, Dachhimmel und solche Sachen habe ich eben alles erhalten. Ne? Achsen aufgearbeitet, also die Hinterachse. Vorderachse ist eine Luftbalkachse von Docback Beam, vom Herrn Moos. Und jetzt aktuell sind eben noch neue Felgen draufgekommen von Matthias Grenzer. Rivera, also Porsche Rivera aus Amerika, sind eigentlich nicht allzu häufig anzutreffen, ist auch normalerweise eine relativ hässliche Felge. Aber Matthias, der Mr. 1000%, hat es eben in dreiteilig für mich umgebaut und ich denke, das passt wie die Faust aufs Auge eben bei dem Fahrzeug. Ne? Das Lenkrad ist eben noch in der letzten Zeit anders gekommen, es wurde eben geledert und Porsche-Wappen auf den Hupenknopf versehen. Ja, ist eigentlich genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ne? Also ich bin eigentlich ein Perfektionist. Wie gesagt, alles kann man sicherlich nicht umsetzen, aber ich bin mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Ja, also bei uns ist es eben so, also ich muss da wirklich auch einen riesen Respekt und ganz lieben Dank an meine Frau hier mal senden. Ich sag mal, die weiß, ich habe eine kleine Macke, also ich schließe eben, wenn ich mir was zulege, dann lebe ich das mit Herzblut, dann mache ich das mit Herzblut. Ich sammle noch alte Fahrräder, also BMX und Mountainbikes aus den 90er Jahren. Und ja, bei uns, ich kann das schwer beschreiben, aber ja, das wird alles mit Herzblut gemacht, mit Sachverstand. Ja, und ja, die Macke habe ich eben. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know. Hallo, wir sind im Übrigen sehr professionell. Also wir können wirklich seriös. Viel können wir eigentlich nicht, aber das können wir besonders gut, oder? Mhm. Ja, der Fuchs übrigens ist ja der Chef. Ja. So, na dann. Das ist schon hier der Apparat. Also hier, vielen Dank fürs Einschalten, die zwei sind hier noch beschäftigt. Vielen Dank für alles. Vielen Dank auch an die Firma Sorkraut, die mit Pösneck total verbunden ist. Wir rasten Ruhe. Und Blumenpflücken haben wir den ganzen Verrückten gemacht. Ja. 10 Jahre Rastenruhe. Inneres Blumenpflücken? Das wäre dieses Jahr. Fette Party. Also, wir waren dabei beim ersten. Also, wir waren beim ersten Blumenpflücken dabei und wir kommen auch zum 10-Jährigen. Man sieht sich am Tresen. Ja. Also, oder Tanzfläche. Wie gesagt, schaltet mal hier den Kanal ein. Hier den Sorkraut-Kanal. Und Strahlwerk-Kanal. Strahlwerk-Kanal haben wir auch. Und alle anderen YouTuber, die noch so draußen rumschwirren, wir finden alles geil. Ja. Danke fürs Einschalten. Vielen Dank. Ciao. Bis bald. So, also jetzt kommt noch was, was ich schon lange machen wollte, was mir irgendwie auch immer wieder schwer fällt. Ich bringe es einfach nicht raus, aber ja, die Marie ist meine beste Freundin. Absolut kann man nichts sagen. Die ist der Hammer. Und ich würde auch gerne mit meiner besten Freundin ein bisschen mehr die Sache noch ein bisschen verfestigen. Und würde gerne mit meiner besten Freundin ganz, ganz lange zusammen sein, für immer. Marie. Ich würde dich gerne heiraten. Ich hoffe, du willst mich auch heiraten. Und ich bringe das sonst nie raus. Ich habe die Idee jetzt schon ein paar Tage gehabt und ich denke, das ist cool. Und ich hoffe, wir können im nächsten Jahr eine geile Party mit allen unseren coolen Freunden machen. Wir machen sowieso keine Schickimicki-Hochzeit, wir machen was Cooles, wo alle kommen und da schön Scooter und 90er läuft und Vollgas. Marie, ich liebe dich und ich will dich heiraten. Life can switch from light
start loving you.